Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einem weiteren Let's Play vom Bausimulator, wie man sieht. So, es geht weiter. Wir haben jetzt unsere eigene Firma. Was mich immer noch stört, ist dieses Tutorial-Fenster und ich weiß nicht, ob man das kann abschalten. Muss ich noch rausfinden. So, eine Pflanzgrube ausheben. Da gehe ich mal davon aus, dass man hier reinbaggern soll, ne? Jetzt muss ich mich mit dem Ding mal befassen, was den Bagger angeht, habe ich noch nicht rausgefunden. Funktionsmodus gewechselt werden. Okay. Kamera. Stopp, nicht so weit. Funktionsmodus. Ach so, die Schaufel vorne geht ohne Funktionsmodus und die jetzt ja. Aber aus der Kameraperspektive ist es etwas schwierig. Außerdem wird es dunkel. Das ist ganz schlecht. Aber gut. So, jetzt kommt die nächste Frage. Was ich noch gerne wissen wollen würde. Aber dafür habe ich, glaube ich, meinen. Okay, ich mache das jetzt. Einfach mal neben dran. Ich weiß noch nicht, was richtig ist. Das Problem ist, ich sehe hier nichts. Ah, Arbeitsscheinwerfer. Ja, ganz toll. Gut, nachts arbeiten ist wohl nicht so das Wahre, ne? Meine Probleme. Kann das sein, dass das von hier aus besser geht? Nee, mal eher nicht, ne? Nee. Wohl kaum. Das Ablenddicht nützt mich auch logischerweise nicht besonders viel. Kamera bitte wieder außen. So, zoomen.
Wieso mich? Einmal mit der Maus. Ja, okay. Das war eine gute Ladung. Nicht ganz so einfach. Ist nicht ganz so einfach, das da. Und die Schaufel ist voll, ne? Das aussieht.
Ja, ich rede im Moment wenig, weil ich mich hier konzentrieren muss. Oh. Jetzt hat das. So. Gut, das war jetzt nicht wirklich gut, aber es hat geklappt. Ja, natürlich. Nein. So. Jetzt hat er. Ich glaube, ich muss etwas weiter vorfahren. Das sieht schon besser aus, ne? Ja, stand vorhin zu dicht dran.
Prima. Ja, es geht, es geht. Es dauert halt. Naja, die Controllersteuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube schon, dass es besser geht als. Was? Okay. Es wird hell, hurra. Jetzt habe ich mir die Grube wieder zugeschüttet. Das war natürlich nicht gut. Ich verziehe immer den Arm, wenn ich. Okay. Es gab wieder Geld, das ist gut. Ich steige in den Pritschenwagen. So, jetzt gehe ich mal davon aus. Ich lasse den mal hier stehen. Ich könnte mir vorstellen. Aber mal machen wir die Lampen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den brauche, für die Pflanzkübel zu setzen. Oder das kann ich aber auch mit dem Kranwagen machen. Ne? 17 Minuten habe ich jetzt gebraucht für die zwei Löcher. Ja. Da kann man nicht meckern. Ne? So, jetzt ist natürlich das Problem: Pritschenwagen. Da muss ich jetzt. Ach, den müsste ich eigentlich mal zurückgeben. Der kostet jede Menge Kohle. Ne? Gut, das wäre natürlich jetzt die Lösung, wenn ich mit der Zugmaschine zum Pritschenwagen fahre. Ne? Das wäre zumindest realistisch. So, wie hänge ich denn jetzt den Anhänger da ab? Abkuppeln. So, nochmal Kamera innen. Warum fährt der nur 10 km/h? Pflanzgut liefern. Also ich muss jetzt zum Pritschenwagen. Der steht bei mir. Steht mir überhaupt? Und warum fährt der so langsam? So, das hier ist der Baustoffhändler, ne? Firma. Fuhrpark. Pritschenwagen mit Kran. Ach so, warte mal, ich kann doch der Kamera sagen, was er suchen soll. Standorte, Baumaschinen. Da steht er. Also muss ich erstmal dahin den Pritschenwagen holen. Nee, dann fahre ich aber lieber. Wäre doch mal interessant zu wissen, hätte ich ja keinen. Ja, gut. Langfristig wird das nicht anders gehen als. Sag mal, warum fährt das Ding hier nur 10?
gibt Sachen, die verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. Das macht jetzt keinen Sinn. Ach, ich kann hier. Ah, hier kann ich auch die Kamera. Ah, das ist ja gut. Also mache ich ja die ganze Zeit, Idiot. Dorfdepp. Ankuppeln, beschleunigen, bremsen. R2. Okay, bringt nichts. Ach ja, der steht ja hier beim. Ich sehe ihn schon. Der steht dann noch beim Baustoffhändler. Nicht Baustoffhändler, Fahrzeughändler. So. Okay, gut. Warum der andere LKW da nicht schneller läuft, keine Ahnung. Ich bin noch nicht richtig drin in dem Spiel, muss ich feststellen, aber das dauert noch. So, Innenansicht. Pflanzgut. Pflanzgut gab es im Baumarkt, hat er gesagt. Ne? Baustoffhandel. Das war doch das, ne? Gut. Dann. Der fährt ja. Ich wollte gerade sagen, der fährt ja auch nur 10. Irgendwie scheint der andere da nicht hochzuschalten. Naja, gut. Ja, das hier ist eine gute Sache. Bam, bam. So, aussteigen. Aussteigen. So. Verkaufsstelle. Was brauchen wir? Pflanzgut. Was heißt das? Jungbaum, da steht's. Das machen wir mal weg. So, wir brauchen einen Jungbaum. Katalog. Filter. Ach, ich kann die Job-Dinger filtern. Ah, gut. Hundert. Wow. Okay, zur Kasse. Ne, automatisch beladen. Wird schon mal gerade gar nicht. Warenlager will ich auch nicht. Liefern an Baustelle will ich auch nicht. Ich will gar nichts von das. Von das, ja. Ach so, automatisch beladen ist ja nicht angewählt. Liefern an Hof. Was heißt Hof? So, Hof heißt hoffentlich hier. Ah, da stehen sie. Okay. So, kann ich die jetzt greifen? Nö. Wäre ein bisschen übertrieben, ne? Wie kriege ich die jetzt da drauf? Ich übe noch. Aber ich werde es schaffen. Kann ich die mit dem Kran greifen? Oder kann ich die mit der Hand greifen?
find's raus. Ich find's raus. Muss ja irgendwie greifen können, wahrscheinlich mit dem Kran. Im Stapler gehen die auch nicht, die stehen ja nicht auf Paletten, ne? Ja, im Kran, okay. Naja, das wird. Nur die Zeit, ne? Gut. So. Ne, komm, wir fahren noch rüber. Was machen wir noch? Müssen die Komponenten zurück. Also, dann ist der Kran noch nicht ganz eingefahren, ne? Ah, okay, ich weiß, was ist. Der ist nicht ganz drin. So, jetzt. Ja. So war's. So, ja. Innenraum. Gut, wir fahren noch kurz rüber und dann werde ich die Folge beenden. Oh, ich habe vergessen zu gucken. Entschuldigung. Aber es fragt mich immer noch, warum der Sattelschlepper da nur 10 km/h fährt. Den werde ich wohl so zurückgeben müssen. Halt. Baustelle vorbeigefahren. Nee. Kamerasteuerung ist... Gut, egal. Und es flimmert ein wenig in den Bäumchen, aber gut. So, hier geht's rein. So, das sollte funktionieren. Sollen wir es noch setzen? Wie viel Uhr haben wir? 31. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen. Das hilft immer ein bisschen. Oder vielleicht sogar ein Abo oder ein Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.